Oh nein, nein, nein! Findet ihn! Wo ist er hin? Treibt ihn raus! Passt auf! Oh Mist! Oh, yeah. Du das? Ach, Gott sei Dank. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Siehe... Wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Talbot. Oh Mann, ja. Cutter sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber, Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Hiram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht.
Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal. Schau dich nur um. Die ganze Stadt steht auf dieser Höhle. Sieht nicht sicher aus, oder? Das ist untertrieben. Wir müssen nach unten kommen. Das wird eine haarige Sache. Bist du bereit? Dann mal los. Unglaublich. So kriegen sie das Wasser an die Oberfläche. Oh, Himmel. Sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, wieso das alles noch steht. Wir müssen dort rüber. Hilf mir mit der Tür. Mist, runter! Er versteckt sich. Treibt ihn raus! Er ist weg. Okay, alles sicher. Hier runter. Verdammt, Sully, noch mehr Besuch. Wir sitzen in der Falle. Los! Eine Granate! Eine Granate! Sie sitzen in der Falle.
Sehr nützlich. Nein! Sehr hilfreich. Mal sehen, was die vorhaben. Naja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Schön. Das behalte ich. Sully, hilf mir mal. Wir müssen hier durch. Da ist die Hauptzisterne. Da werden sie wohl sein. Bist du bereit? Diese Brücke haben sie überquert. Dort müssen sie sein. Vorsicht! Sanft hochziehen. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir trennen uns und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. Deshalb gehen wir immer leer aus. Los, wir müssen weg. Hier stürzt gleich alles ein. Haltet sie vom Marlow her. Sofort alle raus! Was soll das denn?
Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Etwas sagen wir, das kümmert sie nicht. Aber ganz bestimmt. Oh mein Gott, die Stadt stürzt ein! Wir müssen hier auf! Wir müssen einen Ausweg finden. Schnell! Zurück! Wir müssen hier raus! Komm, ich brauche Hilfe! Noch mehr, runter! Zahnräder! Sally, wir müssen damit nach oben, okay? Hier stürzt alles ein! Pass auf! Hier kommen wir raus! Endlich! Nein!
Nein! Nein! Komm! Lauf! Hier oben! Heil dich! Sully, wir müssen hier raus! Hier stürzt gerade alles ein! Drei verschissene Patronen? Wie zum Geier hast du das mit drei Patronen geschafft? Heilige Scheiße! Lauf! Komm schon! Und weiter! Ihr müsst noch höher! Wir sind fast raus! Lauf! Wir sind fast da! Los! Thank you.
So viel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja. Warte mal kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja, ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was gibt's? Also meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey, du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss. Ich habe viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und, tja, ich bin nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sully? Ich meine, ich mag dich. Stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lange trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wäre weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht? Das tut mir echt leid mit dem Ring. Ist okay. Dafür habe ich was Besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los, hier lang. Aber... Na komm schon. Vertrau mir. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das, das ihr zwei vor 4 Jahren demoliert habt, aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? 3? Ja, mehr oder weniger.